Matteo, fühlst du dich mental bereit für ein Briefing? Nein. Gut, dann geht's los. Scheiße, jetzt habe ich den allen Werbung reingedrückt, ey. Wie viele Werbung hast du denen gegeben, Matteo? Ja, alles. Scheiße. Alles, was ging. Guck mal, wie krass braun du bist, wie blass ich bin, ey. Ich guck bin dir halt mal, ein Vampire. Guck dir mal die Arme an. Oh, krass. Das ist bei mir ähnlich. Ja. Aber irgendwie, das ist krass bei dir irgendwie. Ich glaube, meine Kamera ist wärmer eingestellt, oder? Ich sehe doch nicht wirklich in echt so aus. Ich finde, du bist sogar in echt noch brauner. Findest du? Ja. Scheiße. Wie viel warst du draußen? Also, ich war eigentlich fast jeden Tag draußen. Echt? Ja, aber das Ding ist, bei meiner Family, die haben so eine Dachterrasse. Oh. Da habe ich mich einfach schön immer hingechillt, so den halben Vormittag und dann einfach schön so ein bisschen in der Sonne gelegen, bisschen Streams geguckt am Handy und so weiter. Und dann bin ich mit Pipo irgendwann draußen gewesen, ich war Eis essen, ich war ein richtiger Mensch für 2 Wochen. Ach, krass. Ja, und jetzt wieder zurück in die Höhle. Ja, jetzt fummel ich in so 2 Tagen mich einfach wieder blass, bleich. Hast du Videospiele gespielt? Gar nicht. 2 Wochen lang keine Videospiele. Krass. Ich glaube, es ist voll geil, oder? Jetzt wieder. Ja, oder? Es ist mega geil. Da freut man sich dann wieder voll drauf. Ich muss sagen, ich habe am Anfang so gedacht, boah, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Ich hätte voll Bock. Und irgendwann war es dann so, oh nee, ich brauche es eigentlich gerade gar nicht, weil ich halt so viel anderes Programm hatte in dem Moment. Mhm. Ja. War Gamescom auch cool? Gamescom war mega nice. Einfach nur so die Messe mit Leuten erleben. Mhm. Also ich habe von der Messe wirklich effektiv fast nichts mit. Also es hätte auch überhaupt nicht Gamescom sein müssen, sondern einfach nur, ey, wir treffen uns in Köln und machen Sachen zusammen. So, ja, das war es hauptsächlich für mich. Wegen Games und so lohnt sich auch nicht, glaube ich. Also ich hatte keinen Bock, mich irgendwo anzustellen und irgendwas anzutesten. Ich habe ein Sub geschenkt bekommen. Von Filmi. Danke, Filmi. Danke, Filmi. Geil. 59 Monate bist du schon Sub hier, Matteo. 29. 59. Ach so, echt? Ja. Aber ich habe echt schon lange nicht mehr gesubbt bei uns, muss ich sagen. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich dachte, ich... Ja, weil es ist ja Quatsch. Ja, es ist Quatsch. Warum soll ich, mir selber Geld bezahlen? Meinen letzten Sub habe ich bei Keckler gelassen, bei Marius. Prime? Ja. Prime. Ich bin auch mittlerweile... Ich habe einen laufenden Sub. Gronkh? Der hat mir nicht gedankt. Was? Ja, ich war in seinem Stream. Ja. Subbe mit Prime, mit meinem einzigen Prime. Der einzige, den du hast für den Monat. Ja. Und er sagt nix. Dann dachte ich, bin ich hier bei Bonja oder was? Das war eine Frechheit. Aber war vielleicht in dem Moment auch nicht da. Der war da, der hat gestreamt, der hat sogar mit dem Chat geredet. Aber ich dachte, geil, das ist meine Gelegenheit, jetzt zu subben, wo er in den Chat guckt. Also wolltest du Aufmerksamkeit für deinen Sub? Ja, natürlich. Warum macht man das sonst? Ja, jetzt weißt du, wie sich der halbe Chat fühlt bei dir. Ja, aber ich versuche ja. Ich habe gestern ganz viel gelesen. Ja? Ja, weil ich habe getwerkt. Und wenn ich twerke, lese ich auch vor. Wie viele Subs haben wir jetzt dadurch? Nee, nicht wieder, mehr als sonst. Haben wir wieder einen Peak? Nee, nee. Oh, sogar nur 5200. Wir müssen nochmal twerken. Jetzt bald ist ja auch September. Oh, stimmt. Es ist schon Ende August. Wir haben den 29. Wir haben in 3 Tagen September. Das ist irgendwie crazy, dass das Jahr jetzt quasi schon vorbei ist. Wir haben jetzt ein Gefühl, in 2 Wochen haben wir LAN, dann... ist Oktober, Halloween, dann Weihnachten. Zack. Und dann ist das Jahr vorbei. Das ist das Jahr vorbei. Ja. Würdest du sagen, du hast irgendwas dieses Jahr gemacht, was dieses Jahr für dich besonders macht? Oder was einfach ein Jahr wie jedes andere auch? Ja, total austauschbar. Ein leeres Jahr, würde ich sagen. Ja? Wenn ich später auf mein Leben zurückschauen werde, wird das ein Jahr sein, was ich vergessen habe. Weil so, weißt du, 2020 war krass wegen Pandemie. Ja. 2021 war krass wegen, holy shit, immer noch Pandemie. Mhm. 2022 war, ja gut. Aber das ist das Jahr, wo, oh, die Leute haben so das Gefühl, oh, Pandemie ist vorbei, auch wenn sie nicht vorbei ist. Aber so das allgemeine Feeling ist ja schon Tendenz zu, lass mal wieder treffen, lass mal Gamescom machen. Lass bei mal. Dir, bei mir nicht. Ja gut, das ist wahr. Aber du fühlst dich auch echt wohl damit, oder? Oder würdest du sagen, so ein bisschen? Ich muss sagen, so ein bisschen habe ich schon gedacht, so, oh, jetzt sind die alle da zusammen und ich wäre da schon gern einen Abend mal dabei. Also nicht wegen Gamescom, sondern wegen euch halt. Wegen den Leuten, ja. Das wäre schon cool gewesen, mit euch so rumzuhängen. Ja, habe ich schon ein bisschen schon geweint, ja. Wirklich? Nee. Ja. Aber du wärst schon gern mal da gewesen für einen Tag, wenn es halt nicht so weit weg wäre.
Ja, also die Zugfahrt ist auch scheiße, weil, weiß nicht. Aber wie gesagt, so auf die Menschenmassen hätte ich nicht so Bock gehabt. Aber ich muss sagen, es ging, oder? Es ging total. Da, ja. Das Ding ist, nicht nur, dass es weniger Leute insgesamt waren, sondern die Hallen waren auch nicht mehr so beengt. Weil das fände ich halt geil. Stände waren kleiner grundsätzlich. Ja. Was halt daran lag, dass einfach viele auch abgesagt haben, denke ich mal. Also viele Aussteller. Aber es war einfach dadurch viel entschlackter und du konntest super gut einfach dich durch die Hallen bewegen. Und du hast nicht die ganze Zeit so dicht an dicht mit irgendwelchen schwitzigen Armen irgendwo dich durchquetschen müssen. Ja. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Das wäre wirklich geil. Ich muss auch sagen, für mich war es richtig geil, weil ich halt mit Gino und Marvin da war. Und das war echt, das war kein Job haben, nichts, keine Verantwortung. Ja, das wäre auch, weil ich dachte auch so, wenn ich hingehe mit euch, und dann hätte ich ja dieses Jahr nichts. Und letztes, also immer wenn wir auf der Gamescom waren, war eigentlich der Tag bei mir komplett durchgetaktet. Vor allem immer um 9 Uhr oder 8 Uhr schon auf der Messe sein, schon ready machen, irgendwelche Techniksachen klären, dann irgendwelche Moderations... Briefings. Ja, genau. Und das Ding ist, du musst dich dann auch immer nachts so ein bisschen halt cappen, so du musst sagen, okay, vielleicht trinke ich halt nichts oder ich gehe früher nach Hause und so weiter. Weil so könnte man dann einfach machen, was man will, die ganze Nacht. Ja, genau. Nacht. Und einfach schlafen, wie man will. Ja. Und am Hotelzimmer ausnutzen. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so wenig geschlafen. Ich habe von Freitag auf Samstag von 7 bis 10:30 geschlafen und von Samstag auf Sonntag von 6:30 bis 11. Boah, nee, bis 10. Fuck, ey. Aber es war geil, ich war fit. Ich habe mich richtig jung gefühlt dadurch. Also, ich hatte keinen Kater, ich war einfach in der Blüte meiner Jugend. Okay, ja, dann ist gut. Ja, war geil. So. Ich habe 2 Wochen lang nichts von Bonjour mitbekommen. Ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, insgesamt in 2 Wochen Bonjour geguckt. Glaube ich, auch nichts passiert. Können wir rausfinden, was passiert ist? Ja, zeig mal. Hier ist Melli. Ach, wir haben die Gamescom-Eröffnung geschaut. Nee, hä? Opening Night Live, doch. Warum ist es mit drin? Weil das sehr weekly ist. Wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Abby, and he's on a mission to save the... Oh mein Gott! Warte mal, Leon, die Cams sind eigentlich schlecht. Ich kann die nicht einstellen, die sind immer so. Ach so, weil die verdecken permanent alle Facecams. Na gut. Ich kann da, glaube ich, nichts okay. dran ändern. Ich bin jetzt auf dem Hügel hinter dem Sniper Tower. Ist ein bisschen laut, oder? Oh mein Gott. Komm, A. Ja, A, ist richtig was los. Hier rein, Leon. Zwischen den Garagen. Wie? So weit weg? Nee, der ist hier bei mir. Der ist bei dir? Ja. Hast du ihn? Der ist bei Construction. Ich weiß es nicht. Da in dem Durchbruch neben mir. Der ist in 2, ich bin tot. Der von der Seite hier beschossen. Ich raff's nicht, Matteo. Hab ich auf dich geschossen? Nee, oder? Ich hab nicht auf dich geschossen. Es waren 2. Nee. Aber es waren 2, okay, also ich auch viel zu spät erst gedacht. Ich glaube, der zum Schluss kam, war noch ein ganz anderer. Es ist noch 50 nee, Sekunden. Mich ich hab doch nicht gekillt. Oh mein Gott, hä? Ich glaube, der war. Ja, es war kurz. Oh. Hä? Okay. Auf dem Felsen? Ja. Ich bin hier hinter dir, nicht erschreckt. What the fuck? Okay, auf dem. Da liegt sogar noch ein Toter. Oder? What? Ja, stimmt. Okay. Ja, der ist tot. Oder? Bist du das? Ey, Matteo! Ja, was schießt das bin du? Ich. Ja, was schießt denn du? Auf dasselbe, worauf du geschossen hast. Ja, aber du kannst doch nicht hinter mir. Ich hab gesagt, ich bin hinter dir nicht. Schieß! Ich bin eine Tötungsmaschine. Du kannst doch nicht auf mich schießen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ja, sorry, ich war noch im Tötungsmodus. Am besten lächle, wenn du mit der Person sprichst, deren Herz du gewinnen möchtest. Ich probier's mal ganz kurz. Ich probier mal einmal ganz kurz. Voll schöne Lächeln. Okay. Wir nehmen die Seife aus dem Seifenspender und ich mach die bei Trill in den Mund, so ein Liter Seife. Dann kriegt er krasse Bauchschmerzen und krampft so auf dem Boden. Und dann gehe ich an die Tür und schreie so, Wache, Wache, Trill, der nippelt ab. Und dann kommt die Wache rein und beugt sich über Trill, um zu gucken, was mit dem ist. Und dann falle ich so hin und nimm den so einen Schlüssel weg. Und dann schließe ich die beiden ein und renn weg. Ist safe, oder? Also Gefängnis ich bin Ausbruch, im Prinzip schon draußen. Wir haben ein Angebot bekommen, dass wir in einem Gefängnis... Also hier war jemand im Chat und der arbeitet in einem Gefängnis.
Und er hat gefragt, ob wir in eine Gefängniszelle wollen für eine Nacht. Dann habe ich schon mal meinen Ausbruchplan. Ist das legal? Also kann man das einfach so machen? Gibt es da nicht irgendwelche... Weiß ich nicht. Kann man einfach irgendwie Leute... Er hat dann noch eine offizielle E-Mail geschrieben. Und so Tag der offenen Tür einfach machen. Ansonsten sagen, hier, Tag so, der so geschlossenen Tür, ja. Du könntest einen Escape Room daraus machen. Kommst du raus? Oh, die können testen mit dir zusammen, wie gut die Security ist bei denen. Stimmt, ja. Die erzählen es keiner Wache und dann versuchst du zu flüchten. Kann nur gut gehen. Oh mein Gott! Das ist ein schöner Sticker. Also spätestens, wir sehen ja Blesk auf der LAN. Ich können wir die Szene ja nachstellen irgendwie. Begegnet. Das bin ich 2016, da war ich 20, 6 Jahre her. Daraufhin hat er mir erstmal eine reingehauen, nachdem ich das Bild gemacht hat. Ah, ich krieg Krampf. Ah! Uhu! Nicht wie du. Okay. So, jetzt. Ja gut, ich kann stehen bleiben. Ich kann stehen bleiben. What the fuck? Ja. Das Game war broken. Haben wir ein Metabild gefunden? Haben wir ein Metabild gefunden? Die Pixel. Oder? Ja. Die Quali. Geil. Ja, das war nice. Die Woche. Ist doch ein bisschen was passiert. Ja, doch ein bisschen was passiert. What ja. the fuck? Naja, war ja Gamescom-Woche, da gab es halt so immer so viel von der Gamescom auch zu sehen. Mhm. Und ja, war witzig. Sind viele mit einem IRL-Streamer rumgelaufen? Ja, habe ich. Ich glaube, Crunchy und Trill sind mir begegnet mit IRL-Stream. Mhm, ich habe ganz viele mal durchgesappt. Reefed habe ich gesehen. Wusstest du, Trill hat technische Probleme gehabt und dann kam dann zu mir und hat mich gefragt, ey, du hilfst doch immer Matteo bei seinen technischen Sachen. Kannst du mir auch mal helfen? Weil der hat es nicht hinbekommen, seine SIM-Karte von seinem mobilen Router erkennen zu lassen. Typisch Trill. Weil der hat irgendwie eine zu kleine SIM-Karte gehabt. Irgendwie, es gibt ja so Mini, Mikro und so weiter. Und der hat irgendwie eine Größe zu klein gehabt und muss deswegen die ganze Zeit so irgendwie hin und her schieben. Aber eigentlich sollte sich Trill damit auskennen, dass er eine Größe zu klein hat, oder? Gucken wir mal, was sonst noch so letzte Woche passiert ist. Es gab Tarkov. Ich muss sagen, du hast dir im Prinzip einen neuen Leon geholt, der sogar fast genauso heißt. Ja, der ist Leon. Der heißt Leon, du teamkillst ihn die ganze Zeit. Er ist krass. Es ist einfach genau das gleiche wie mit uns damals. Ja, du spielst die ganze Nacht mit dem Videospiel. Das ist im Prinzip auch mein Geschäftsmodell geworden in Tarkov, weil der ist schon Level 42 und jedes Mal, wenn ich ihn erschieße und seinen Dogtag mitnehme, kann ich ihn verkaufen bei Therapist. Und es gibt immer 15.000. Ja, voll gut. Ja. Das ist einfach Infinite Money. Ich habe inzwischen schon 1 Million gemacht, glaube ich, mit dem. So easy. So, dann Montag war Maurice da, weil letzte Woche war ich ja noch im Urlaub. Da hat Maurice, glaube ich, die meiste Zeit... mich vertreten. Mhm. Hat ja ganz viel mit euch gequatscht. Dann gab es das Briefing letzte Woche. Okay, was passiert? Moderator Peter. Das war dieses Quiz, davon habe ich mitbekommen. Genau, das war super cool. Das war von Blesk. Wo du dachtest, Tetris ist das Meisterwerk of the Game. Ja, genau. War es ein geiles Quiz? Super geil. Hat richtig Spaß gemacht. Würde ich gerne nochmal spielen. Ich habe den zweiten Platz belegt, Leon. Was? Ja, guckt mal sein Gesicht, Chat. Hä? Ich war Zweiter mit 1000 Punkten. Wie? Und ich glaube, ich war besser als Chiara und besser als Peter von den Pietz. Hä, wie? Krass, oder? Hä, Peter spielt schon sein ganzes Leben lang Videospiele. Der lebt, der atmet ihn. Das ist im Prinzip wie Gino mit Sport ist Peter Videospiele. Ja, aber und es waren sogar ganz viele Fragen mit Pokémon, WoW und Final Minecraft. Fantasy, alles Sachen, die ich nie gespielt habe. Trotzdem. 1000 Punkte, gut, zweiter Platz. Was war die fünfte Kategorie? Also ich sehe GeoGuessr, Insider, echter Gamer, den kenne ich. Was war das letzte? Hat er nicht gesagt oder sowas? Ah, okay. Sagen so Zitate dann oder so. So, dann hast du die Briefing gemacht, dann hast du Gino gezeigt und große und kleine Sachen angeguckt. Ja, das war eine Doku über das Gefängnis und haben die mal im Chat dann das angeboten. Sind die rausgekommen aus dem Gefängnis oder mussten die sitzen bleiben? Nee, es sind Wärter, die müssen jeder nach Hause, die haben Schlüssel. Okay. Dann gab es Tarkov. Alter, ihr seid doch richtige Panzer mittlerweile, ne? Ich habe so gesehen, dass du die ganze Zeit... Mal so, ja. Dass du die ganze Zeit richtig viel aushältst. Und 26, du bist ja auch schon ziemlich gut gelevelt. Ich hab echt gut... Also du machst ja hier Mega-Level, du warst eben noch 26, jetzt bist du 29. Ja, wir haben da, glaube ich, wir hatten eine Nacht, da haben wir 11 Raids in Folge überlebt. Boah. Also ohne zu sterben. Also 8 Stunden lang gespielt, ohne einmal zu sterben. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Tarkov zu spielen mit dir, 7 Raids in Folge überlebt habe, ohne einmal zu sterben und du mich dann getötet hast. Ja, ich erinnere mich daran. So eine gute Zeit. Ja. So, dann hast du dir die Opening Nightlife angeguckt. Mhm.
Gab es irgendwas, wurde irgendwas Neues angekündigt oder nur Trailer zu Sachen, die schon bekannt waren, gedroppt? Waren viele neue Sachen dabei. Zum Beispiel diese Dune-MMO. Mhm. Oder halt, es waren ganz viele Spiele dabei, wo ich sagte, ja, kann man sich mal angucken. Ich habe auch gesehen hier Lies of P. Ja, das ist nicht so mein Ding. Nicht? Sagen so das viele, weil es so Dark Souls. Sieht aus wie Bloodborne halt. Aber ich mag Bloodborne gar nicht. Mhm. Ich mochte Bloodborne gar nicht so. Nicht? Hab's ja nie durchgespielt. Ja, stimmt, du hast mit Gio mal angefangen, ne? Das war auch ganz okay, aber mich hat dann gestört, dass es so wenig FPS hatte. Ja gut, das kann ich verstehen, ja. Und ja. 30 neue Games Network, nice. Ja. So, wurden hier ganz viele Sachen angekündigt, gezeigt. Melly war ja auf der Bühne, ja, das fand ich voll krass. Ja, das war das Coolste eigentlich. Ja. Ich habe Melly dann auch geschrieben, meinte so, ey, mega guten Job gemacht, hat sich voll gefreut. Ja, auch auf Englisch, ne? Ja, total krass. Das würde ich mir niemals trauen. Ja, nee, ich würde es nicht mal auf Deutsch machen. Nee. Never. So, hast du den Clip von dir selber angeguckt? Hast du geteamkillt hier? Vermutlich. Wahrscheinlich. So, da hast du das Broken Vampire Survivor Game kurz gespielt. Genau. Ihr wart gerade zu fünft im Squad. Ja, wir machen Custom Games. Weil mit der EOD-Version kannst du Leute einfach einladen in eine Custom-Lobby und dann kannst du Custom-Games machen. Echt? Ja, dann habe ich. Macht ihr dann gegeneinander oder wie läuft das? Ja, gegen die Community spielen wir dann immer. Ah, also, und verliert man dann auch kein Loot? Oder? Nee. Ist wie ein Offline-Raid. Das ist ja genau, cool. Kannst mit dem reingehen, was du willst. Und schießen wir immer die Community über den Haufen oder die uns. Und dann machen wir so zwei Aufwärmrunden. Das ist ziemlich cool. Das ist voll cool. Ja. Aber immer noch auf Customs unterwegs, wie ich sehe. Ja, viel Customs. Hat am meisten Spaß, mir zumindest. So, Mittwoch war Yannick dann am Start. Ja, es gab einen Musikstream. Das finde ich immer so interessant, weil der fängt einfach irgendwie einfach an zu spielen. Der kann einfach irgendwie einfach so einen random Song, den du kennst oder so, kann einfach irgendwie plötzlich anfangen zu spielen. Ich finde das so krass. Ja. Weil ich habe eine Zeit lang versucht, selber so Keyboard-Spielen beizubringen und es ist so hart. Oh, krass. Ich kann das gar nicht. Weil du musst ja dieses asynchrone spielen können. Also mit beide Händen müssen individuell voneinander funktionieren. Ja, ja, ja. Und das ist so krass, also so anstrengend. Mhm. Da musst du so einen krassen Muscle Memory für aufbauen. Das ist, glaube ich, denke ich mal, viel Zeit einfach, die du brauchst, aber ich finde es super, super sick, sowas zu können. Ich glaube, nur noch krasser sind Videospiele spielen. Ich finde, noch krasser ist einfach Leertaste drücken bei Videos. Ja, das ist heftig, das stimmt. Weil da musst du mit einer Hand volles, ja. Ja, stimmt. So, dann gab es wieder Twitch Clips Germany, glaube ich. Yes, genau. Ich habe auch richtig viele von Twitch Clips Germany auf der Messe dann gesehen. Echt? Ja, einige, die ich halt wirklich nur von den Clips halt kannte, vom Gesicht her. Das fand ich echt nice. Haben wir Valorant. Mit wem? Florentin Will. Kiowa? Kenne ich nicht. Doch, Djiburi ist das. Hat sie sich umbenannt? Ja. Ah. Habe ich auch nicht gecheckt. Florentin? Ja. Mit Rice, mit Mais? Genau, mit Leon und mit Jeff. Nice. Und ich war zweimal Topfragger. Also kaum sind Marius, Baso, Vlesk und Trill, alle Franzi, nicht mit Franzi, alle nicht mehr da, dann bin ich der Beste. Beste. Das ist krass. So schnell kann es gehen, ja. Legende. So, dann gab es in der Nacht noch ein bisschen Taki. Yes. Das sind geile Waffen, muss ich sagen. Ja. Ich hab Bock damit bestimmt zu schießen. Ja, ja, ja. Basteln wir auch mal selber so welche zusammen. Macht irgendwie auch voll Spaß, sich irgendwie so eigene Builds auszudenken. So, Donnerstag war Maurice wieder am Start. Hat wieder einen Talk gemacht, dann hat er Distanz von Erde zu irgendwas anderem hier angeguckt. Ah, hier ein bisschen gelasht. Fritz Meinecke und die Cancel Culture Gefahr. Das ist der Parabelritter, ne? Ja, genau. Dann war ich da. Was hast du da gehabt in der Hand? Rat mal. Schwer, ich habe nur einen Frame kurz gesehen, dann ist es vorbeigeskippt. Kann ich mir den Frame angucken? Ja. Okay, warte, ich gehe kurz zurück. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich schaff das. Bin so weit zurückgegangen. Ja. Ja. Noch ein bisschen. Ja. Da ist es. Veganes Protein. Ja. Auf welcher Basis ist das? Hanf. Ah. Und das gab's irgendwie zu kaufen, habe ich mir alles mal geholt. Ist das erstmal für dich, oder? Dass du dir so. Ich hatte ja vorher so einen Weight Gainer, so einen veganen, aber dann habe ich gemerkt, das ist Quatsch, weil dann nehme ich ja noch mehr zu. Ja. Und jetzt habe ich einfach so ein reines Proteinpulver und es schmeckt ganz lecker. Schmeckt so wie ein flüssiger Joghurt. Mhm. Hast du auch so einen Shaker oder wie machst du das? Einfach rein mit dem Löffel umrühren. Okay.
Und ja, Hanfprotein, keine Ahnung, schmeckt halt nach nichts und ist komplett vegan. Nice. Ja. Aber wenn du sagst, gerade wenn es dir hilft. Was steht da oben? Candy Apple? Ja, ist der Geschmack. Ah, Also einfach so Apfel. So kandierter Apfel? Ja, schmeckt nicht wie kandiert. Schmeckt eigentlich wie Himbeere. Also aber ist ja gut. Schmeckt wie ein Himbeerjoghurt, aber ja, ist nicht schlecht. Ja. So. Ja, fester Joghurt. Nein, halt so ein ganz flüssiger, also im Sinne von. Boah, sind das die Krebse? Ja, ja. Warte mal, die leben ja hier alle, oder? Alle leben. Hä? Wow, guck mal, wie wild die umherschwirren. Sind da welche? Siehst du welche? Ja, also diese ganzen Pünktchen sind ja alles Krebse. Ja, ja, genau. Ja, sind es. Also das hier sind ja alles, also wirklich alles, was man, weil die Toten, die lagern sich hier oben oder unten ab. Ja. Warum guckst du so? Das sind alles lebende Krebse. Was? Also ganz wild am Schwimmen. Wir hatten gerade Familienausflug. Im Wellenbad. Das ist eine Hornisse? Ja, das ist eine Doku über eine Hornisse. Ich hatte letztens, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, zweimal hintereinander Hornissen, die plötzlich bei mir im Zimmer waren. Aber das die sind gut. Das waren solche Brummer. Mhm. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich habe dann, das Schlimme war, es war mein Computerraum, also wo mein Computer steht. Oh. Ich habe dann das Fenster aufgemacht, die Tür geschlossen und bin bis zum nächsten Morgen nicht mehr ins Zimmer rein. Oh, okay. Auch eine Möglichkeit, mit dem Computer aufzuhören. Ja, das war furchtbar. Ich hatte Angst um mein Leben. Hornissen sind gut, die sind unsere Freunde. Haben wir gelernt in der Doku, ja. Das sind doch auch Jäger, also die jagen auch andere Insekten, oder? Ja, Wespen und so und alles Mögliche. Und alles, ja. Wusstest du, dass 7 Hornissenbisse, Stiche reichen, um ein Pferd zu töten? Pferd? Das stimmt nicht. Nicht? So, ist so ein Gerücht, aber stimmt nicht. Wie viel braucht man wirklich? Keine Ahnung, ist ungefähr so wie ein Bienenstich, also nicht stimmen. Ja, aber es kann ja, also wenn du mehrfach gestochen wirst, kann aber so ein... Kommt drauf an, wohin. Wenn du in den Hals gestochen wirst, reicht schon vielleicht einer. Nee, aber wenn du öfter gestochen wirst, kannst du doch so einen Schock bekommen. Ach so. Anaphylaktisch oder so heißt das, glaube ich. Habe ich in einem Anime gelernt. Guck mal, Chat weiß es sicher, das sind alle Ärzte. Hab ich im Anime gelernt, anaphylaktischer Schock oder so. Ja, ja. 7 Pferdebisse können bis zu einer Hornisse töten. Genau so rum war das, glaube ich. Dann gab es wieder Tarki, ganze Nacht durch. Das ist Donnerstag auf Freitag, ja genau. Hast du ja, wohl, da ging es nicht so lange, weil da hatte ich ja ein Meeting um 14 Uhr. Oh, da ging es nur bis 5 oder so oder 6. Also du machst öfter jetzt in die Nacht rein, ne? Also so bis 3, 4, 5 Uhr. Ja, ja, mit Taki ist easy, da überziehe ich gerne. Samstag war Andi da und hat Beine an ein Maßband gemalt. Ja. Das ist was bin ich sehen? Bondra Game. Der ist gerade auf dem, man sieht gerade seinen Bauch, oder? Oder den, ja. Ist die Unteransicht, würde ich sagen, ja. Alter, wie gut. Stimmt, haben die Jungs uns heute gezeigt, weil die uns auch mal updaten wollen, immer wieder in den Montagsmeetings. Ich finde, der Look ist auch richtig geil. Das sieht so geil aus einfach. Ja, ich finde auch, sieht richtig geil aus. Das ist insane. Also diese ganze Bauten da auf dem Rücken. Also ich wäre ja dafür, dass unten diese Echse weggelassen wird und das ganze Vieh aus Holzbrettern gebaut wird. Könnte ja ein Skin sein. Wie so ein Mech, aber aus Holz. Mac Wood. Aber Mac geschrieben wie Mac. Also achso, ich dachte mit MC. Und dann meinte ich. Dann ist es im Happy Meal drin. Mac Wood, ja. Wir könnten es im Happy Meal anbieten. Mac Wood? Ja, ja. Mein Gott. Andi schreibt mit. So, was hat er? Aua, da hat er eine Wassermelone und eine Pizza gegessen. Oder? Ist das eine Pizza? Ich glaube schon, ja. Hat eine Metal-Playlist gehabt. Und dann war Sonntag. Sonntag war Niklas am Start. Stimmt, Niklas hat die Woche gar nicht so viel gestreamt, ne? Fällt mir gerade auf. Ja, der hat sich ein bisschen entspannter zurückgenommen die Woche. Aber damit hat er auch wieder ein bisschen längere Haare, ne? Werden wieder ein bisschen wilder bei ihm. Wollte er nicht Haare wachsen lassen? Glaube ich auch, meinte er mal. Vor ein paar Wochen meinte er noch, er will lange Haare wieder haben, aber. Geil. Kommt alle auf die Langhaarseite. Dann hat Andi FTL gespielt. FTL, ja. Und Andi dachte FTL, also Andi hat FTL gespielt als Recherche für das Bonjour Game. Ja. Wollte dann mal gucken, wie schwer FTL auf hart ist. Ist nicht so schwer, ne? Hat er gemerkt, sehr schwer. Scheiße. Hat er nicht geschafft. Aber du bist ja auch No-Pause-Meister. Schon lange nicht mehr gemacht, aber ja. Dann hast du ein Video über Donny angeguckt. Wo ist er? Ja, Donny, weißt du, wo der war? Nee. Rate, wo das ist. Sieht aus wie so ein Saturn oder Metro. Metro.
Der war in der Metro. Und hat er sich, wir wollten ja auch mal, weißt du noch, damals, wir wollten mit einem IRL-Stream ins Metro. Ja, wollten immer ganz und die haben uns gesagt, nein, kommt nicht rein. Genau, verpisst sowas. Euch. Ja, weil du hattest einen Ausweis, glaube ich. Genau, ich hab immer noch meinen. Ja. Ja, und Donny durfte einfach filmen. Aber durfte er filmen oder hat er einfach gefilmt? Er hat einfach gefilmt. Ja, gut, das dachte ich Vielleicht sollten wir es auch so machen. Ja. Also, ich meine, der Rucksack ist auch unauffällig, den wir haben. Ja, wir sagen, das ist. Wir dokumentieren dein Leben. Nee, wir sagen, es ist ein Taucheranzug. Und wir machen so einen Schlauch. Zurückgeben. Wir machen so einen Schlauch einfach in unsere Maske rein. Und dann sagen wir, es ist ein Taucheranzug. Ja, du hast gefällt, Luftfilter ist es. Mhm. Ja. Wir dokumentieren halt dein Leben. Das war immer unsere Ausrede. Nee, war aber richtig geil. Also Donny war da und hat alle so Riesen. Da sieht man so einen Riesenkäse. Es ist so geil. Ich liebe es, Metro. Kannst du das lösen, Leon? Friend, you can't possibly guess a Wheel of Fortune puzzle with no letters. '80s song lyrics. Never gonna give you up, never gonna let you down. Hab ich auch gelöst. Easy. Ist auch easy, ja. Dann haben wir gesehen, wie Trilux es schafft, mehr als 3 Stunden ohne Essen und mit sehr wenig Trinken und nur mit einem Laptop und viel Equipment und einem Schlafsack im Wald zu überleben. Er hat auch überlebt, weil ich habe ihn auf der Gamescom getroffen. Ja, ja, er ist ein kompletter Macher. Also er war wirklich im Gomme-Mode, hat sich da durchgeslayt. Ich habe eben gesehen, der hat auch Cases aufgemacht. Also er hat sogar noch Profit gemacht. Ja, ja, noch Profit gemacht. Ja, voll gut. Abgecashed, Und mit geschrieben, saftige Lippen. Ja, pralle, saftige Lippen. Mhm. Hat er das erwähnt auf der Gamescom? Nee. Hat nichts anmerken lassen. Wenn du ihn mal siehst, sag ihm mal, dass er sehr pralle Lippen hat. Okay, das können wir ja machen, wenn er auf der LAN ist. Der freut sich übrigens voll auf die LAN. Der meinte, der will dich da voll gern umarmen. Da freue ich mich ja auch drauf. Ja. Also wieder, das habe ich schon mal gesehen. Das war auch das, wo die Bosse immer nach und nach spawnen, wenn du genug Objectives erledigt hast. Und da kam am Freitag kam der Prolog raus. Also nicht das volle Spiel, aber schon mal eine Erweiterung zum Early Access. Und es war sehr, sehr cool. Also, sehr geiles Spiel. Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß-Meme mit Teller hat die falschen besten Lippen? Scheiß Matteo, warum ist das jetzt ein Ding? Amatrill. Das war seine Gamescom-Experience übrigens. So. Ist die ganze Zeit nur fluchend rumgelaufen und meinte so, ich hasse Matteo. Und das war schon die Woche. Korrekt. Ja. Nice. Cool. So, Matteo. Was glaubst du, waren das für Zahlen? Wir haben jetzt neue Zahlen, Leon. Wir haben einmal Zahlen so wie früher und wir haben einmal Zahlen ohne den Game Dev Stream. Ah. Ja, weil der Game Dev Stream ist ja eigentlich nur mehr so educational und Begleitung für das Bonja Game und ist ja eigentlich kein Unterhaltungskontent, so wie der Rest hier. Ja. Deswegen haben wir die Zahlen so gesplittet, dass man beide Zahlen voneinander gesplittet betrachten kann. Oh, die Frage ist jetzt, welche Zahlen guessen wir? Dann machen wir doch die neuen, also ohne Game. Es gab auch nicht viel Game Dev letzte Woche. Stimmt, aber das ohne machen. Okay. Okay, was sagst du? Schnitt. Schnitt. Sag eine absolute Zahl. Ich sag höher oder tiefer. Und dann sage ich eine absolute Zahl bei Stundenwochen. Du sagst höher oder tiefer. Okay, ich sage Schnitt. 2900. Shit. Genau der Schnitt von letzter Woche, ey. Ich sag weniger. Okay. Okay, und ich sag Zuschauerstunden, weiß ich gar nicht mehr. Ich sag 250.000. Nee, Stunden müssen wir machen, oder? Meine ich. Ach so, nee, die Stunden willst Stunden, du? Ja. Ach so, stimmt, du hast recht. Stunden, boah, das ist ja noch schwerer. Das ist richtig schwer. Du warst ja nicht da. Ich hab keinen Anhaltspunkt. Ich sage 81. Ich sage weniger. Okay. Gucken wir rein. Okay. So, wir haben einen Schnitt von. Boah! What? Warte mal, was ist in Klammern? In Klammern ist ohne Game Dev. In Klammern ist ohne. Oh, den Game Dev hätte ich ja richtig gut genailed. Ich habe 2900 gesagt. Oh, nee, du meinst weniger. Wir haben mehr. Ja, das ist nicht, ich hatte recht. Und wir haben weniger Stunden. Ja, okay, du hast zwar beide recht. Double Kill einfach. Aber wir haben über 3000 wieder Schnitt. Ja. Okay, krass. Das ist das erste Mal seit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen. Und das ist sogar höher als vor 9 Wochen. Ja. Das ist der höchste Schnitt seit 10, seit 11 Wochen.
Auch der mit Game Dev, der Schnitt ist ziemlich gut, mit zwei, ja. 2000, fast 2900. Ja, das stimmt. Aber Stunden natürlich sehr wenig, weil du nicht da warst. Mhm. Ja. Guck mal, warte mal, warum ist Samstag? Achso, Samstag war Game Dev, deswegen ist er null. Okay, gehen wir mal durch, aber die normalen. Montag 48.000, würde ich sagen, solider Montag. Durchschnitt. 34.000 am Dienstag. Ja, schwächer. Schwächer. Sonst. Man merkt, dass du nicht da bist. Waren natürlich auch insgesamt weniger Streaming-Zeiten da. Ja. Mittwoch 39.000 ebenfalls. Bisschen sagen. Stärker als letzte Woche, aber ich würde sagen so Medium. Stimmt, wir können ja die Wochen eigentlich miteinander vergleichen. Genau. Donnerstag 46.000 ist schwächer als letzte Woche. Mhm. Und Freitag gar nichts. Samstag 4.700, stärker als die Woche davor und davor und davor und davor. Und Sonntag haben wir 40.000. Ich würde sagen, ist ein solider Sonntag. Mhm. Stimmt. Aber man merkt, wir haben weniger gestreamt. Viel weniger. Und dadurch steigt der Schnitt halt mehr. Mhm. Also der, ne? Überleg mal, wir haben selbst mit Game Dev haben wir 30 Stunden weniger gestreamt. Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Also das war eine Low-Energy-Woche letzte Woche und jetzt geht es ja wieder ein bisschen mehr zur Normalität über. Wobei jetzt die nächsten Wochen tatsächlich, also in zwei Wochen auch wieder ein bisschen Sachen abweichen werden, Chat. Was? Aber da kommen wir dann auch gleich einfach zu. So, dann scrollen wir mal hoch. Hier sieht man die Sachen, die gespielt wurden. Age of Empires 4 ist, glaube ich, von heute. Ansonsten Cult of Babel, Escape from Tarkov, Musik, Soulstone Survivor, Valorant und FTL. Dann gehen wir zu den Events. Wir haben ein Inselwissen-Quiz mit Jan Gustafsson und EdoP, das im September stattfinden wird, also nächsten Monat. Und auch im nächsten Monat findet die LAN statt mit ganz vielen Leuten. Ich überlege gerade, kenne ich jetzt? Was, hast du alle getroffen? Kenne ich. Dalo hast du aber nicht getroffen, oder? Nee, Dalo war, glaube ich, nur Mittwoch da. Ja. Der war nur an einem Tag. Du hast auch Marius getroffen, Keklack? Nee, leider nicht. Oh. Aber der hat die ganze Zeit Regie gemacht für die Mainstage, da wo Melli zum Beispiel war. Ah, krass. Da hat er die ganze Zeit hinten in der Regie gehockt und das ganze Zeug gemischt. Heftig. Marvin hat ihn da kurz mal besucht. Oh ja. Aber ich hätte Marius gern gesehen. So, dann kommen wir zur aktuellen Woche. Wir haben Montag, ich habe eben gerade Age of Empires gespielt. Yes. Mal wieder seit langer Zeit. Jetzt haben wir das Briefing, dann ist Matteo am Start. Genau, dann gibt es eine Stunde Judgmental und dann gibt es Games und Demos. Wir gucken mal wieder rein, was es Neues gibt so auf Steam. Ich habe wieder ein paar Spiele rausgesucht. Mal gucken, ob was dabei ist, was geil ist. Das gibt es 23 Uhr und ab 23 Uhr gibt es wieder geil. Das Revival, das Boss Hunter Squad. Das hat er jetzt irgendwie fast zwei Wochen ausgesetzt, ja, weil ich nicht da war. Weil du nicht da warst oder weil Marius auf der Gamescom war. Und das heißt, die ganze letzte Woche hat es gar nicht stattgefunden. Und das heißt, heute wieder mit Marius und Marius hunten wir Bosse. Oder vielleicht was anderes. Ich weiß gar nicht, ob wir Bosse hunten. Marius wird aber nur bis 0 Uhr da sein. Und dann wahrscheinlich werde ich an Leon fragen, ob er dann fillt. Nice. Genau, dann Dienstag. Genau, ich habe mir die Woche offen gelassen, weil jetzt erstmal wieder so wieder ankommen ist. Und einfach mal gucken, worauf ich Bock habe. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir die Woche Cult of the Lamb spielen. Vielleicht gucken wir mal in neue Sachen, neue Demos oder sowas rein, die jetzt kamen. Ich freue mich richtig krass auf Metal Hellsinger. Das kommt jetzt in zwei Wochen raus, im September. Oh, Leon, ich hab's dir gar nicht erzählt, ne? Was denn? Muss jetzt stark sein. Also setz dich besser. Also? Ja, okay. Du weißt dann noch dieses eine Spiel, Seraph's Last Stand, oder? Nee. Doch. Nee. Ich habe deinen Rekord gebrochen. Nee. Doch. Wie viel? Wave 82 habe ich. Wir spielen die ganze Woche Seraph's Last Stand, Chat. Wir werden die ganze Woche den Rekord zurückholen. Das kannst du nicht mehr schaffen. Das 83? Schaffen. 82, glaube ich, geschafft oder so. Oder 83? Keine 83. Ahnung. 82 oder 83, irgendwas. Oh. Also nee, Leon, das kannst du nicht schaffen. Hattest du Tomes? Ja, es war ein Tome-Bild. Ja. Aber es gibt ja diesen Broken Hut. Ja. Den habe ich nicht benutzt. Gut. Aber ich habe mal einen Run mit dem gemacht und das komplett im Arsch. Also das Ding ist, wenn du den benutzt, kommst du auch nicht ins Leaderboard rein. Also es ist echt einfach eher so zum Testen von Sachen, denke ich, gedacht. Ja, ja. Ja, nee, es war ein Tome-Run auf jeden Fall und wir haben also alles rausgeholt, was ging. Am Ende war das Ding ist, das Geile ist, wenn du diesen Random Jump Upgrade bekommst und immer höher springst, ja, und immer also schneller wirst. Nur noch so. Ich drücke Leertaste, verschwinde aus dem Bildschirm und kommst wieder in der Mitte unten raus. Ja. Und das war die ganze Zeit so. Das war halt so voll weird. Also, ich weiß nicht, ob du das schlagen kannst. Was war dein Rekord? 10 weniger. 73, ne? 73, ja, glaube ich. Ja, das sehe ich nicht, Leon. Mal gucken. Das krass ist ja, der erste hat irgendwie 500 plus, ne?
in der Rangliste. Ich ja, gut, gut, aber keine Ahnung, dass er dann, was weiß ich, was er gemacht hat. Bestimmt ein Exploit. Ja. Genau, so, dann Dienstag ist Judgmental. Du hast auch viel offen gelassen die Woche. Genau, und da hat es aber jetzt inzwischen was ergeben. Und zwar nicht am Dienstag, also Dienstag ist immer noch offen. Das, da gucken wir einfach, was wir machen. Am Mittwoch ist hier auch zwar offen, aber ich habe da inzwischen einen Termin gefüllt. Und zwar gibt es wieder Valorant mit Florentin Will, mit Franzi, also Smash Runetic, mit Trilux ist wieder dabei, seit langem. Der war seit 3 Wochen, glaube ich, nicht dabei. Geil. Mit Baso. Ja. Und mit mir. Und aber die erste halbe Stunde wird noch Jeff dabei sein, weil der füllt für Franzi, weil die kommt erst ab 22 Uhr. Nice. Das heißt, wieder Valo dann ab 21.30 Uhr am Mittwoch. So, Mittwoch das Gleiche, werde ich wieder Segrafs Last Stand den Rekord knacken. Nee. Ich bin gespannt, wie lange es dauert bei dir. Ich auch. Es war einfach so random mal ein Run dabei, weil ich war immer so Hardstuck bei so Welle 45 bis 50. Ja, genau, es war bei mir auch so, dass ich immer so 40 bis 50 irgendwann so mit einem normalen Bild gar nicht weiterkam. Und dann hatte ich einmal die Tomes. Genau, und dann auf einmal Tome-Bild und dann ist es halt so richtig eskaliert. Ja. So. Ich habe auch mal, hast du auch andere Staffs mal ausprobiert? Also die Stäbe? Ich weiß gar nicht. Es gibt ja zum Beispiel einmal diesen Thunder-Staff, den habe ich mal benutzt. Ich glaube, ich habe einen normalen, oder? Weiß das jemand im Chat? Es gibt auch einen Staff, da hast du so Homing-Shots, da musst du selber nicht mehr aimen. Ja gut, aber bei meinem Aim wäre das ja ein Downgrade. Stimmt. Genau, dann abends Matteo. Ja. Hast du 17, Mittwoch auch irgendwas? Nee, Mittwoch ist ja das Mittwoch. Ach so. Das Valorant ist am Mittwoch. Ja, genau. Und Dienstag ist offen? Genau, Dienstag ist komplett offen. Okay, ja. Okay. Musst du dann für mich den Rekord abends wieder zurückholen, nachdem ich ihn vormittags. Also Leon, wenn du den holst, ja? Dann muss ich mein Programm streichen und deinen Rekord dann wieder brechen. Das geht nicht. Das okay, nice. Okay. Kennt ihr das mit dem Hut, den man endlich rerunnen kann? Ja, aber den benutzen wir nicht, weil ich glaube, das ist eher so einfach ein Feature, um Builds zu testen, weil du tauchst auch nicht in der Rangliste auf, wenn du den Hut benutzt. Und der macht auch das Game kaputt. Das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr, weil du rerollst dann unendlich und baust dir einfach, das ist wie als würdest du einfach dein eigenes Bild zusammenklicken. Und es dauert ja auch so lange, bis du beim Reroll das Richtige findest und so weiter. Ja, also der Hut ist halt, der ist nicht so geil. Aber ich hätte Marius voll gern getroffen, aber der war echt die ganze Zeit da eingespannt, habe ich mir sagen lassen. Ja, der ist halt... Ich freue mich richtig, wenn Marius hier bei uns ist. Seitdem der... Was, der ist hier? Ja, zur LAN. Ja, seitdem der im Boss Hunter Squad war, ist halt ihm der Fame zu Kopf gestiegen. Das ist halt. Ich habe auch gesehen, der auf der Gamescom ist herumgelaufen, hatte immer so eine Kette aus Security-Männern um sich rum. Ja, er auch. Aber warum auch? Ja, Monte und Co. hatten das ja auch. Wer ist das? Nobodies. So, dann Donnerstag gibt es, gleich wie sonst auch, wir gucken mal, was wir machen. Und abends, Chat, Among Us Revival? Aber das ist ein großes Fragezeichen. Oh, okay. Weil, also in den Clips hat Bless gesagt, ja, wir machen das. Nach der Donnerstag nach der Gamescom machen wir eine Among Us Revival und Matteo ist dabei, bla bla bla. Aber ich habe jetzt nichts davon gehört. Ich weiß nicht, ob das stattfindet. Ich habe mit Bless noch gar nicht geschrieben. Bei Bless steht 19 Uhr. Was? Oh oh. Da kann ich nicht. Bei Bless steht 19 Uhr. Oh oh. Ich schreibe dir mir. Dann spiele ich mit Bless. Ja, dann musst du mit Bless spielen. Also 19 Uhr ist mir zu früh. Scheiße. Ich hab ihn auch gefragt, ob er dir die Nummer geben möchte, aber er meinte, das will auf keinen Fall. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also jetzt kann ich mir auf WhatsApp schreiben, dann antwortet er bestimmt schnell. Du hast deine Nummer auf WhatsApp. Also du hast ihn bei WhatsApp auch noch. Also, ja. Ja, logisch. Ja. Wenn du seine Nummer hast. Ja. Ja. Also 19 Uhr, dann bin ich nicht dabei, glaube ich. Schade. So, warte, ich schreib mal. Also, ja, kannst du aber schon mal weitermachen. So, Freitag ist frei diese Woche, weil es ja auch Freitag. Und am Samstag machen wir etwas, was ich mir von anderen Streamern geklaut habe, einfach eiskalt. Nämlich werden wir einen Elden Ring Viewer Run machen. Und viele wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Ein Elden Ring Viewer Run bedeutet, ich werde gar nichts machen, Chat, ich bin Pazifist. Ich werde einen Level 1 Charakter nehmen, einen neuen Run starten. Und ihr werdet von mir beschworen. Und Elden Ring ist so von der Mechanik, wenn ich als Level 1 Char jemanden beschwöre, der Level 130 ist, wird er auch auf Level 1 runtergestuft. Also ihr werdet angepasst von Level her. Das bedeutet,
Wir werden zusammen versuchen, das Game zu schlagen, als Einheit, als Unit. Ihr könnt einfach euren normalen Char nehmen, mit dem ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Also ihr müsst keinen neuen Charakter anfangen oder irgendwas. Und wir werden zusammen probieren. Ich weiß noch nicht, welche Route wir machen werden, ob wir irgendwie sagen All Remembrances oder einfach nur irgendwie das Spiel durchspielen. Aber ich habe Bock darauf, das mit euch zusammen zu machen. Das heißt, nehmt euch da gerne Zeit und versucht, mit mir zusammen Elden Ring zu schlagen. Ich würde auch sagen, wir könnten irgendwie wir könnten sowas machen wie eine First-Try-Belohnung. Wenn ihr es schafft, First-Try-Boss zu besiegen, gibt es 10 Subs für euch oder sowas. Boah. Also, wenn ich spawn dann rein. Ich könnte dich auch beschwören von zu Hause. Und kill dann Dings. Den Horse. Den ersten Crucible Knight in dem Siegel. Oh ja, stimmt. Also ich will auf jeden Fall den Pferderitter am Anfang machen, den Baumritter, Baumwächter, ja. Den Crucible und dann soll ich so ein bisschen die Route durchgehen, erstmal mit den Main-Bossen. Ja, ja, weil viel, zu viel Trash möchte ich auch nicht machen, weil ich glaube, das kann sehr lange dauern. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie viele können beschworen werden? Ich glaube, bis zu 3 Leute können im Game sein, 2 beschworene Friendlies und ein Invader. Also theoretisch könnten Leute auch invaden. Frage, da Leon auch mit meinem Bild Rickrolled wurde, bekomme ich nun 2x VIP und einen Rip, da er es gelöst hatte. Wir können dich einfach bannen, Godash-Rakete. Ich glaube, das wäre die beste Lösung. Elden Ring 2022. Ja! Stimmt, das kam dieses Jahr raus, ne? Das ist das Tolle an diesem Jahr gewesen. Es kam dieses Jahr? Ja, Februar. Krass. Ich habe es verdrängt. Genau, das gibt's am Samstag. Ich weiß noch nicht, ob 22 Uhr reicht, ehrlich gesagt. Wir gucken einfach mal, wann wir durch sind, Chat. Vielleicht schaffen wir es ja gar nicht, dann werden die alle gebannt. So, Sonntag gibt es keinen geplanten Dev-Stream von Niklas. Was? Das heißt, vielleicht, also, ne, kann sein, dass Niklas trotzdem streamt, aber geht man nicht davon aus und abends ist Matteo am Start. Upp. Ja, Judgmental eine Stunde und dann schauen wir, wenn bis dahin Seraphs Last noch kein neuer Rekord steht, dann müssen wir den vielleicht schlagen. Also wenn Leon den schlägt nur, ne? Ja, ja, klar. Easy. Nein, also Leon, ich glaube, das kannst du nicht schaffen. Meinst du, das schaffe ich nicht? Nee. Warum nicht? Weil ich bin inzwischen da in einem Level so skillmäßig, das kannst du nicht mehr schaffen. Du hast jetzt 2 Wochen keine Videospiele gespielt, das kannst du nicht mehr aufholen. Aber ich habe heute in AOE fast alles gewonnen. Ja gut, aber AOE, das spielt ja keiner mehr. Tatsächlich werden es wieder mehr. Warte, wir können mal gucken. Steam-Charts. Steam-Charts. Ja? Pro Tag. Nee, oder was sieht man da? Wie viel gerade spielen? Den Durchschnitt der Spieler. Also wie viel gleichzeitig. Pro Tag. Pro 24. Tag. 24. Oder ich glaube monatlich. Monatlich siehst du es, glaube ich. Monatlich? Also der Durchschnitt, wie viele Leute, glaube ich, im Monat spielen. Aber ich glaube auch Tag. Ich keine Ahnung. Muss Tag gucken, weil ich kann. Ich sage weniger als 20.000. Es spielen irgendwie 8.000 in den letzten Monaten, jeden Monat. Weniger als 10.000. Okay, ich sag mehr als 10.000. Du hast gerade 8.000 gesagt. Nee, das waren die letzten Monate. Also ich habe immer wieder mal geguckt, letzten Monate, das waren immer so 8.000 im Average. Na gut. Und im Peak irgendwie mal 13.000. Ja, schau mich. Okay, wir gehen drauf. Die letzten 30 Tage, Peak Player 32.000, Average Player 8.300. 24 also beide recht. 24 Stunden, warte mal, 48 Stunden können wir machen. Boah, in den letzten 48 Stunden war es niedrigste 14.000, 13.000, 12.000, das höchste. Oha, steigt ja voll krass. 32.000, das ist ja insane, hä? Letzten 7 Tage. Krass. Boah, in den letzten 7 Tagen gab es ja richtig viele Peaks. Das war Free Weekend. Was heißt Free Weekend? Ah, man konnte es for free spielen. Was? Ah. Das ist ja krass. Deswegen gewinnst du auch jedes Game. Weil die ist ja nicht mehr, Weekend ist ja vorbei. Ach so, na gut. Scheiße. Aber heute auch. Heute 25.000 im Peak. Voll gut. Hä? Age of Empires ist vielleicht wieder alive. Es ist back. Es ist back in business. Wie viele Leute spielen so andere nicht super Main Games? Also zum Beispiel, wie viel Elden Ring wird noch gespielt am Tag? Oh, ich glaube, sehr viel. Wir können mal gucken. Meinst du immer noch so viele? Ich würde sagen. Wir hatten das mal, glaube ich, geguckt. Ich würde sagen, so 50.000. So viel? Würde ich schon sagen. Wobei, vielleicht nicht, aber ich glaube, ich sag mal 50.000 okay, einfach. Okay, sag mal. Sag mal. Elden Ring. Oh, Average 31.000, Peak 40.000. Ja, trotzdem noch gut. Ja. Ich muss niesen. Warte mal, ich guck mal.
Entschuldigung. Gesundheit. Dark Souls im Vergleich. Oh, stimmt, das würde mich interessieren. Wir können mal Dark Souls 3 und Dark Souls Remastered nehmen. Ja, ja, ja. Also Dark Souls, wow, danke. Krass. Dark Souls 3 ist bei 9000 im 24-Stunden-Peak und im Average eher so bei 2000 bis 3000. Okay, okay. Dark Souls 1 Remastered spielen in 24 Stunden 1600 als Peak. Im Average so wenig? 1000 Leute spielen es im Average. Ich dachte, das wäre mehr. Aber es ist halt die Frage, wenn es Leute offline spielen oder auf anderen Plattformen, das ist ja nur Steam, ne? Ja, es gibt ja mittlerweile auch auf ganz vielen anderen Plattformen. Ja, stimmt, vor allem halt Konsole ist da nicht mit drin. Und wenn du halt offline spielst zum Beispiel, ist halt auch, wird, glaube ich, auch nicht getrackt. Ja, ja. Aber schon sehr wenig. Ich hätte mir gedacht, mehr. Krass, Elden Ring ist ja dann, zeig mal Dota, zeig mal Dota. Ich hätte gedacht, also Elden Ring ist ja dann voll gut dabei im Vergleich. Dota. Wow. Average in den letzten 30 Monaten 470.000. Alter, das ist so 24 krass. Stunden Peak 670.000. Wie krass das ist, oder? Zeig mal Counter-Strike. Counter-Strike? Ich glaube, Counter-Strike ist auch in den letzten Monaten sehr stark wieder gewachsen. Global Offensive. Hier. 24 Stunden Peak 1 Million. Was? Vor einer Stunde haben 775.000 Counter-Strike gespielt. Ach du Scheiße. Das ist insane. Wie krass das jetzt wieder gestiegen ist. Alter, das ist wirklich krass, wie Counter-Strike immer noch wächst. Ich hätte es echt nicht gedacht, weil vom Feeling her für mich ist Counter-Strike absolut tot. Ich würde gerne Valorant-Zahlen wissen. Ich glaube, Blizzard gibt solche Zahlen nicht wirklich raus. Aber Blizzard, sag ich, aber vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, es spielen mehr Leute Valorant als Counter-Strike. Ich glaube tatsächlich nicht. Krass. Ich weiß es nicht. Gibt Riot irgendwie Zahlen raus dazu? Sag mal, verläuft innerhalb der letzten Monate. Wir kommen in den letzten 3 Monate. Ist schon ziemlich stabil. Es gab so einen Dip Anfang August, aber ansonsten sehr stabil, so bei 700 bis 900.000. Krass. Werden auch mehr LOL spielen als Dota? Das glaube ich schon, ja. Ich glaube auch, aber ich weiß nicht, ob Valorant mehr hat, weil ich weiß nicht, ich glaube, mehr Leute spielen immer noch Counter-Strike als Valorant. Aber alleine mit den ganzen Pros, die wechseln von... Es gibt so viele Pros, die gewechselt haben von Counter-Strike zu... Aber wenn man den E-Sport vergleicht, ist der Valorant-E-Sport schon deutlich kleiner, oder? So auch Viewership-mäßig, Preisgelder, glaube ich. Ich glaube, Counter-Strike, E-Sport ist schon deutlich größer immer noch. Wahrscheinlich schon. So vom Gefühl her, was ich mitbekomme. Ja, ich glaube, meine Wahrnehmung ist da verzerrt, weil alle, so die ich so kenne... Außer Trilux spielen einfach Valorant, weißt du? Mhm. So, wer spielt noch Counter-Strike? Ja, das meinte ich ja. Vom Gefühl her ist für mich auch so, dass Counter-Strike eigentlich voll tot wäre. Ja. Aber es spielen ja unfassbar viele Leute anscheinend. Ja. Mhm. Gibt es eigentlich noch Overwatch? Boah, ich glaube, Overwatch ist richtig tot. Ich glaub, kann man auch nicht nachsehen. Ich glaube, weniger Leute spielen Overwatch als Dark Souls 1. Ich glaube auch. Ja. Overwatch ist komplett tot. Ich glaube, auch mit Overwatch 2 wird das nicht groß wieder leben. Nee. Schaut mal Tarkov, please. Das ist leider nicht auf Steam. Deswegen. So, haben wir irgendwelche Sachen zum Shop oder sowas, die wir besprechen sollen können? Gute Frage. Ihr könnt mal reinschauen. Mhm. Ich glaube, die Tassen sind aktuell wieder ausverkauft. Hä? Und wir können. Wie, die sind wieder ausverkauft? Also auch erst wieder gekauft. Ja, aber es gab immer, also Laura hat immer im Laufe der Zeit so Batches rausgehauen. Ja. Immer so 250 Stück oder so, oder nochmal so. Und ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber ich sage einfach mal, ihr habt inzwischen, glaube ich, haben wir über 1000 Tassen verkauft. Hä? Also voll krass. Was macht ihr denn mit 1000 Tassen, Chat? Ich glaube, Leon, die kauft nicht alle eine Person, sondern die verteilen die auf die Leute. Also ich glaube, jeder kauft einfach eine und nicht eine Person 1000. Aber ich habe mal ein Bild gesehen, da hatte einer 20. Scheiße. Was ist, wenn ich ganz viele Tassen nehme und damit einfach ein Haus baue? Glaubst du, das lohnt sich? Schon, glaub schon. Weil du kannst ja damit mit heißem Tee füllen, dann ist es voll warm halten im Stimmt. Sommer. Im Winter. Und im Sommer kannst du einfach kalten Tee nehmen. Ja, Eiswürfel. Hä, ist voll die geile Idee. Alter, wir haben einfach krass jedes Problem gelöst mit Tassen. Oh, scheiße. Ja, genau. Also, wann kommen da noch mal welche? Wie war das? Ich glaube, es Laura, hieß... du bist im Chat. Ich glaube, es hieß, ein paar sollen noch kommen, aber wir müssen, glaube ich, wieder nachbestellen. Ist, glaube ich, so. Weil ihr wirklich einfach unfassbar viel gekauft habt. Ihr hört nicht auf zu kaufen, Chat. Ja. Ihr kauft zu viel.
Was sagt Laura? Oh, Wann Bonja Müsli-Schüssel? Hä, ist ja voll smart. Warum? Hä? Laura! Oder so, Bonja Müsli-Schüssel! Ja, wirklich einfach so Schüssel? Hä? Ja, Schüssel. Warum kommen wir, nicht auf sowas? Das ist jetzt... Also, das ist wirklich smart. Jetzt mal no joke. Warum kommen wir auf sowas nicht? Ich hätte voll gerne so Schalen. Ich hätte auch voll gerne eine Bonja-Schale. Hä? Weißt du, was geil wäre? Ein Bonja-Rahmen. Schale. So ein, wo man einen Rahmen reinmacht. So einen Rahmen. Nein, Rahmen. So eine große Schüssel, in der man Rahmen, so Nudeln essen kann. Auch Müsli-Riesenschüssel. Ja. So eine große. Dann kannst du auch, es gibt auch diese geilen Löffel, da kannst du auch so ein Bonja-Logo einfach drauf machen. Hä, ja, so was hat Laura jetzt geschrieben? Ich glaube gar nichts. Doch, sie hat was geschrieben, ich habe es gerade gesehen, es wurde weggedrückt. In ein paar Wochen kommen wieder ein paar. Was denn? Schalen oder was? Schalen? Schüsseln geil. Oder was? Was? Geil. Salatschüssel? Äpfel? Birnen? Was? Kartoffeln? Was? Kilo? Was? Das ist so unangenehm, ne? Aber guck mal, wir könnten wirklich so nach und nach ein ganzes Küchenequipment anbieten. Das ist ja wirklich, kennst du noch damals diese Zeitschriften, wo du jede Woche eine kaufen musstest und du hast immer so ein paar Teile bekommen? Ein Set, dann hast du irgendwann ein komplettes Auto oder so. Genau, wir müssen halt immer teurer werden auch damit dann. Ja. Also jetzt haben wir erstmal Tassen, dann kommen Schalen, irgendwann kommt ein Einbaukühlschrank. Ja. Nach und nach und irgendwann haben wir sie einfach, weil sie können nicht aufwenden. Aber wirklich, also eine Bonja-Schüssel fände ich geil. Ja, ich wirklich. Also ich finde es wirklich geil. Ja, ich auch. Meine ich ja ernsthaft. Tassen, okay. Also, in den nächsten Wochen kommen wieder ein paar Tassen. Das heißt, wenn ihr jetzt immer noch keine ergattert habt, könnt ihr euch noch mal eine snacken in ein paar Wochen. Also noch ein bisschen geduldig sein. Oh, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten unten in die Schalen einfach so dein Gesicht reinmachen. Und wenn die Leute dann mit dem Müsli fertig sind und ausgetrunken haben, sieht man so... Und man hat immer ein anderes Emote. Ja, was sich so mit der Wärme verändert. Ja. Wenn du was Warmes reinmachst, dann sieht man dein Gesicht. Ja, stimmt, ich brauche ihn, ja. Unendlich. Ja, genau, das ist immer von Schmidt. Gut. Ich glaube, sonst haben wir dann nichts weiter. Ansonsten könnt ihr gerne in den Shop vorbeischauen. Gucken, ob ihr irgendwas findet, wo ihr das noch bestellen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr Pipo bestellen wollt, dann klickt ihr einfach hier auf die Nase. Ja. Und dann habt ihr einen Einkaufswagen. Und dann kommen wir schon zu den Subs und zu den Fragen. Ihr könnt gerne @bonjwa taggen und eine Frage an Matteo oder mich stellen oder allgemein an Bonjwa. Und ich werde eure Subs vorlesen und dann gehe ich nach Hause. So, gesubbt haben. Such den Lukas für 4 Monate, schreibt, hallo, ich bin Lukas aus Frankfurt und auch dabei. Happy Hippo hat für 20 Monate gesubbt, schreibt, was für ein Tier hat 5 Beine, ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz? Nein. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Reingelegt. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Hooker hat 5 mal Pizza gelassen. Wer anderen eine Grube gräbt, muss aufpassen, dass diese nicht größer als 30 Kubikmeter ist, denn sonst ist eine Genehmigung vom Bauern fällig. Kevman hat für 7 Monate gesubbt. Matteo ist voll sweet. Kenny hat für 15 Monate gesubbt. Mrs. Titz hat für 9 Monate gesubbt, schreibt, ich soll euch von meiner 3 Monate alten Tochter ausrichten. Fehlt nicht mehr viel und ich bin schon fast so groß wie Matteo. PvP Only hat für 3 Monate. Mit 3 Monaten kann man gar nicht sprechen, das ist fake. Für 40 Monate. Vielleicht haben die so ein Baby-zu-Menschen-Übersetzungsgerät, wo so reinmacht und dann kommt das raus. Nein, das gibt's nicht. PvP Only hat für 40 Monate gesubbt. Moglinator für 6 schreibt, nächstes Jahr Gamescom mit Matteo. Bonjour Herz. Heini Battle für 18 Monate, Weltraumputze für 68 schreibt, 68 Monate und immer noch nicht herausgefunden, wo ich ein Abo stornieren kann. Ich wurde also weitergehen. The Disturbed One hat für 13 Monate gesubbt, Mani für 16 schreibt, freut ihr euch auf TS10? Was? TS10. Ich wurde reingelegt. TS10. Ja. TS wie Teamspeak und eine 10 dahinter. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Teamspeak 10? Teamspeak 10. Warum sollten wir uns auf Teamspeak 10 freuen? Nee, Teamspeak 4. Eisenrute hat für 44 Monate gesubbt und schreibt, da 44 eine Schnapszahl ist, trinkt ihr auf mich und ich auf Bonja. Bonja Schlürf. Raywu für 45 Monate, Steuerfahndung für 9, schreibt, ich bin ein kleiner Biber-Butzemann. Prüfe nicht wirklich die Steuern. Nachtmonster hat für 6 Monate gesubbt, schreibt, willkommen zurück, Leon. Dankeschön. Der Zotti für 44 schreibt, 44 Monate, yay, willkommen zurück vom Urlaub, Leon. Mirkstar für 29 Monate schreibt, süüüü. Spüber für 42. Das Ding ist, meine Stimme ist nur noch ein bisschen im Arsch. Ich kann das nicht so. Spüber für 42 Monate, Vroom Vroom 1 für 9. Mono Genja für 5 schreibt, schön, dass du wieder da bist, Leon. Dankeschön. Buja für 20 Monate schreibt, süüüü.
Granus für 9 Monate schreibt, wupp. Mastrix für 49 Monate. Tonino für 69 schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. 69. Hihi. Matthäus Haare sind schön, Leon ist hübsch und ach was ich, Gesundheit, Matteo. Gizmo DD für 19 Monate schreibt, juhu. Memphis hat für 13 Monate gesubbt, schreibt für das beste Meeting auf Twitch. Tim Horus ist im Chat. Tim Horus, ich habe dich überall gesucht auf der Gamescom. Ich habe dich nicht gefunden. Also ich habe, der war wirklich traurig, Matteo. Der hat wirklich damit gerechnet, dass du da bist. Echt? Der stand so vor mir und meinte so, wo ist Matteo? Ja, ich so, ja, der kommt nicht. Und er so, wie? Der war wirklich sad, Matteo. Der hat wirklich geglaubt, du kommst. Und der hat sogar ein Maßband mitgebracht. Echt? Ja. Oh, scheiße, tut mir leid. Also wirklich, aber der war wirklich einfach, der war traurig. Mh. Also wirklich, der hat wirklich irgendwie so einen Funken Hoffnung in seinem Leben gehabt. Der hat immer so gedacht, vielleicht lügt mich doch jemand nicht an und ist ehrlich zu mir und trifft mich und macht einen Bizepsvergleich. Ja, aber das Schicksal, aber das Ding ist jetzt auch halt verloren, deswegen war es gut, dass du nicht da warst. Ja, das Schicksal teilen viele, dass sie denken, dass ich komme dann aber nicht. Ja. Aber du hättest auch verloren, deswegen. Was? Ja, also ich hab. Hast du seinen Bizeps gesehen? Ja. Hast ihn angefasst? Ja. Also du verlierst halt schon, Matteo. Dann wollen wir mal sehen. Nächste Gamescom habe ich noch Zeit. Wollte gerade sagen, kannst du nur da rausfinden, aber verlierst du nächste Gamescom dann. Philidea hat an Laura einen Sub gegiftet, vielen Dank dafür. Syman für 57 Monate. Was ist das für eine Abstimmung im Chat? Wähle Käse oder Kuchen. Rebrack für 11 Monate schreibt, die Tasse kann man auch super als Müsli-Schüssel nutzen. Zwinkern das Smiley. Shari für 6 Monate schreibt, hiermit bestelle ich eine Bonjour Müsli-Schüssel, bitte. Danke. Bonjour Herz. However für 8 Monate. Dr. Isa Haus für 11 Monate schreibt, Digga Leon, mein Bre, war echt wild, dich auf der Gamescom zu treffen. Fand's echt slay, wie du Smash im Go-Mode ein Bild mit mir gemacht hast. Wäre auch bodenlos und sass, wenn ihr nicht so Macher wärt. Sü, Bonjour Herz. Ich hab ein Foto gemacht, ja. Mit Isa. Impre für 16 Monate. Mad Jesset für 21 schreibt, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see is just a lemon tree. Dusan Mendic für 45 Monate. Sanny's World für 34. Locke für 21 Monate. Amelinski für 9 Monate. Dullein für 6 Monate, schreibt WB Leon. Sonic für 54 Monate. Captain Meeps für 12. Chaos Grid für 47. Hat mit Tier 3 gesubbt. Rotschulter Entier hat für 15 Monate gesubbt. Schreibt, Achtung, wenn ihr eine Atombombe zündet in Deutschland, dann gibt das mindestens ein Jahr Haftstrafe. Salkes für 64 Monate schreibt, ich möchte gerne ein Bonjour Einbauküche reservieren. Wann kommt sie bei mir zu Hause an? Irgendwas zwischen 3 und 7.000 Werktagen. Grobe Lieferzeit. Stef für 14 Monate schreibt, 14 ist das, das sind ja 1.400 Lire. Bart Bar für 5 Monate schreibt, Bonjour Watt. Stimmt, Bart habe ich auch getroffen. Brumbeer für 16 Monate. Maschbau für, ganz frisch mit Prime gesubbt, willkommen an dich. Slice S für 13 Monate schreibt, Bonjour Liebe. Janiku Arts hat auch ganz frisch mit Prime gesubbt. Seven Sins of Joy hat Tim einen Sub gegiftet. Cheros Care für 17 Monate schreibt, endlich wieder Content mit Leon Matteo ist auch dabei. Dr. D. Nis für 8 Monate. Temeravis für 50 schreibt, schöne Grüße nach Hamburg aus der Münchner und hoffentlich auch bald hessischen Bonjour Community. Komm, Treffen incoming. Hashtag Werbung bei Discord. Sealbreaker hat mit Prime gesubbt. Vielen lieben Dank und willkommen. Kung Fu Blue für 24 Monate schreibt, ich habe Gene of the Gamescom getroffen und Matteo als Sticker. Dark Freaky für 12 Monate und Mel Hamburg für 24 Monate schreibt Bonjour Herz, 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 Herz. Vielen lieben Dank, Leute, für die Subs. Danke euch. So, kommen jetzt die Fragen. Amateur-Ikone fragt. Ja, moinsen. Hat Maurice nur was geplant mit Bonjour Bestellvergleich für die LAN? Oder macht Niklas den Dönjour? Lasst uns mich nicht hängen. Danke, gell? Was wäre geil, wenn wir es auf der LAN machen würden, an einem Tag eigentlich. Bonjour vergleicht, wäre auf der LAN cool. Aber ich glaube, Maurice ist gerade so heftig am Rotieren wegen der LAN, weil der so viele Sachen planen muss. Ja, weiß ich nicht. Wenn er Zeit dafür hat und Lust, dann sehr gerne, weil es wäre, glaube ich, cool. Ansonsten, wir können gerade nichts versprechen. Unser nächstes Ziel ist gerade die LAN und alles drumherum ist gerade so ein bisschen auf der Liste weiter unten. Meeresgrund fragt, wann kommt mal wieder ein 200 IQ-Quiz? Gut, dass du fragst. Vielleicht auf der LAN oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Duck Eater 2, wirst du irgendwann mal wieder in den Telonym-Account reingucken? Duck Eater.
wenn ich da reingucke jetzt und da ist ein XD von dir reingeschrieben, dann raste ich komplett aus. Suppenwerfboy fragt, Chef, was war nochmal Kreatin? Zeug, was man trinkt und dann kann man mehr Gewicht heben, das ist es. So, dann Tian Chris fragt, Matteo, gehst du bitte an dein Telefon? Nein. Also ich hätte auch gar nicht dran gehen können, weil ich habe da mega lang gepennt. Das war nämlich die Nacht, wo ich dann durchgemacht habe, also der nächste Tag. Mm. Und ich höre mein Telefon eh nicht. Es ist auf lautlos, ohne Vibration. Ich kann das nicht, also man muss anrufen, während ich gerade das Telefon in der Hand halte. Und selbst dann gehe ich da nicht dran. Also ja, vor allem hat Schuhe dich auch noch mit als Videocall bei WhatsApp angerufen. Ja, das sind dann meine liebsten Anrufe. Die gehe ich am liebsten ran. Aber hast du die Sprachnachricht war gut von ihr, fand ich. Ja, war toll. Ja. Also keine Ahnung. Hat man jemals betrunken eine Sprachnachricht abgeschickt, am nächsten Tag sich gedacht, ja, das war eine gute Idee? Und das Beste war, sie hat auch noch Maurice auf Twitter geschrieben. Ja, weil ich so meinte, es wäre voll der coole Sub-Sound. Und dann hat sie Maurice einfach eine Nachricht geschrieben, die man nicht dechiffrieren kann. Es ist wirklich, Maurice hat dann okay. Nur irgendwie mir dann bei WhatsApp geschrieben, ich habe gehört, es gibt eine Sprachnachricht. Das war so geil. Und schon am nächsten Tag so auf der Messe, scheiße, Maurice denkt bestimmt, ich bin der letzte Mensch. Man kann das nicht mehr entziffern, was ich von ihm wollte. Aber das Geile ist, Maurice hat wirklich instant geantwortet auch. Das war so geil. Ah, echt? Okay. Ja. Maurice, können wir das zu einer Sub-Nachricht machen? Aber einfach nur diesen letzten Teil mit, wo sie schreit. Oh, sie schreit die ganze Zeit, oder? Ja, sie schreit schon die ganze Zeit. So, dann, wie geht's hier weiter? Dima Smi. Schale mit Pipo-Aufdruck, bitte. Geh an dein Telefon. Ja, das. Das ist perfekt. Oh, aber dann muss ich das die ganze Zeit hören. Das will ich nicht. Also Schale mit Pipo-Aufdruck wäre auch richtig geil eigentlich. Ja. Oder so Pantoffeln. Das kannst du als Klingelton nehmen. Nein, das mache ich nicht. Ich habe keinen Klingelton, Leon. Salocket oder Salockt fragt, wolltest du eventuell den Sonntag-Streamtag ändern, Matteo, oder bleibst du dabei? Ich bleib dabei, nur ich beende den Stream am Sonntag ist immer ein bisschen früher, damit ich nicht so komplett fertig am Montag im Meeting bin. Das heißt, ich habe gestern auch, glaube ich, um 1 Uhr aufgehört zu streamen oder so. Antagonist 2 fragt, wird es noch das Match zwischen euch beiden und den Mädels geben? Stimmt, Leon? Donnerstag war es doch geplant, oder? Also diesen. Echt? Ja, da meinst du, glaube ich, zu Schuh, dass es nicht geht, weil das Inselwissen-Quiz da ist, aber das ist da ja gar nicht. Ja, aber jetzt ist da viel. Nee, Among Us ist ja auch nicht da. Ja. Wollen wir es machen am Donnerstag? Ich glaube, Donnerstag hat Shorty Geburtstag. Ich weiß nicht, ob die da Zeit hat. Oh. Oder dann nächste Woche oder so. Ja, nächste Woche würde gehen. Also ich wäre noch dabei. Ich auch. Wir spielen ja gegeneinander. Ja, ich spiele gegen dich. Ah, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Aber wir beide spielen gegen Lumenti. Und warte mal, das habe ich gar nicht erzählt, ne? Das hast du hast nur im Meeting das kurz angerissen, aber was genau ist da jetzt? Also, ja. Lumenti hat mit Leon und Chiara gewettet, dass sie es schafft, mich aus dem Haus zu locken. Ja. Dass wir zusammen was machen in Hamburg. Habe ich gesagt, nee. Ach stimmt, ich war beim Gespräch dabei, weil sie hatte gefragt, warum du nicht kommst. Und ich meinte, ja stimmt, ich erinnere mich, es kommen Sachen wieder gerade. Sachen, die ich mich erinnere. Und sie meinte so, safe würde ich ihn überredet bekommen. Und ich so, nee. Und sie meinte so, ja, aber vielleicht, wenn jemand Fremdes ihn fragt, mit dem er nicht so close ist, dann hat er vielleicht nicht so diese... Noch eher, nee. Ja, habe ich auch gesagt. Und sie so, ja, nee, ich krieg das schon hin, ich schaff das. Nee. Naja. Ja. Jedenfalls, wir beide spielen dann, und du willst ja auch, dass sie ihre Wette verliert, das heißt, du spielst dann für mich, mit mir. Also, ich würde... was wäre die Alternative? Dass du mit Absicht verlierst. Ja, aber ich meine, mit wem ich dann spielen würde? Mit Dalu? Nee, genau, das ist nämlich jetzt der Punkt. Der Mitspieler von Lumenti ist Dalu. Ja. Sie hat einfach Dalu ausgepackt. Ja, aber guck mal, wenn wir in Halo spielen, haben wir ja easy gewonnen. Das meinte ich nämlich. Wenn wir ein Spiel uns nehmen, wo Dalu scheiße drin ist oder normal drin ist, dann schaffen wir das. Aber wir können StarCraft nehmen.
Ja, StarCraft, also da machst du ja alleine platt mit einer Maus. Ja. Nur mit Maus only und ich schlafe. Ich überlege die ganze Zeit, was man für ein geiles Spiel nehmen könnte. Wir könnten sowas nehmen wie GeoGuessr. Boah, das wäre geil. Wir könnten so ein bisschen, ich sag mal, abstraktere Sachen nehmen. Oder Pokémon malen. Nein. GeoGuessr ist aber eine geile Idee. Ja. Okay, GeoGuessr finde ich geil. Pokémon malen zu zweit wäre voll geil. Ich könnte dir das beschreiben, wie es aussieht, und du müsstest es nachmalen, wie ich es dir beschreibe. Ja, und dann? Ja, und dann machen wir das Gleiche und welches dann schöner aussieht von den beiden. Das wäre voll geil. Was? Ja, ich beschreibe. Nee, aber Dalo. Nee, nein, wir dürfen bei Dalo nichts mit Pokémon machen, der ist Experte. Ja, aber er dürfte auch nicht malen. Wobei, wenn er malt, ist super. Dalo kann nicht malen. Doch, der kann malen. Nee, ich hab mit dem Gardevoir gespielt. Ich habe auch mit dem Gardevoir gespielt. Ja, der kann malen. Der kann malen. Der kann malen. Nee. Wir dürfen nichts mit Pokémon machen. Also, wir können ja so einen Dreikampf machen. Ja. GeoGuessr. Ja. Halo. StarCraft. Gut. Oder hier dieses Wörterspiel, was ihr auch gemacht habt mit Vlesk. Das Buchstabieren. Oh fuck, da bin ich aber scheiße drin. Ja, das stimmt. Ja, wir überlegen es noch. Wir überlegen das, ja. Okay, auf jeden Fall, GeoGuessr ist schon mal drin. Ja, Mann. Wo war ich denn jetzt? Also ja, genau. Match zwischen den Mädels und uns wird es geben. Oder mit den Mädels und uns. Also mit Shorty und mit Shu. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht diese Woche, vielleicht nächste. Wir müssen nochmal mit denen schreiben. Horus Pokus fragt, was hält Leon von den kommenden neuen Völkern in AOE 4? Osman und Malia. Ich habe mir nur einen 1-Minuten-Trailer heute dazu angeguckt und die einen haben so richtig fette, geile Kanonen, also so gigantische Rohre. Die mag ich. Mm. Und die haben Pferdemänner mit Speeren, das war auch cool. Pferdemänner und gigantische Rohre, also das hat mich überzeugt. Ja. Fjandos fragt, wann geht Portal mit Matteo und Donny weiter? Wenn überhaupt, dann frühestens im Herbst, hat Donny gesagt. Ich glaube, der macht gerade eine Entspannungstour und bei Entspannung bin ich nicht mit drin. Marvin hat Donnys Podcast richtig gelobt jetzt am Wochenende. Der hat davon ein bisschen erzählt. Mm, cool. Weil Donny macht ihn ja komplett alleine, habe ich dann erfahren. Ja, ja. Das finde ich voll krass. That's what he said. Genau, irgendwie eine Stunde alleine mit sich, also nur mit sich zu reden, finde ich, und dabei unterhaltsam zu sein, das ist mega schwer. Ich kann nicht mal mit dir reden und dabei unterhaltsam sein. Kenne ich. Ich könnte auch nicht eine Stunde mit mir selbst einfach reden. Ja. Also abgesehen, mit Stream ist was anderes. Aber HamsterTV fragt, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Pipo Merch in den Shop zu bringen? Ich würde mich so freuen und euch den Shop leer kaufen. Wisst ihr was? Ich habe Woche 1, wo Laura zu Bonjour kam, habe ich zu ihr gemeint, wir machen Halstücher mit Pipo drauf. Mm, aber wer kauft Halstücher? Leute für ihre Hunde. Wäre es nicht geiler, Unterhosen mit Pipo drauf? Meine Idee war, weil Pipo ja selber öfter so Halstücher hat, also so Hundehalstücher quasi. Ja, ja, aber wer trägt dann das Hundehalstuch? Hunde? Ja. Wer von euch hat einen Hund? Ich glaube, viele haben Hunde. Ja, wer von euch hat einen Hund? Antwortet mal, mach mal Real Rap jetzt. Wer von euch hat einen Hund? Wir haben einen Haustier-Channel, da hat jeder einen Hund. Ja, natürlich hat im Haustier-Channel jeder einen Hund, weil jemand ohne Hund schreibt nicht im Haustier-Channel. Ja doch, die können ja auch ihre Katzen da rein posten. Oder ihre Schildkröten. Ach so, die haben alle nur Hunde, oder was? Ja. Ah, okay. Guck mal, wir haben 25% Hunde hier im Chat. Ja, und jetzt, wer hat aber noch einen Hund? Also, so. Florian fragt, warum ist Leon so heiß? Weil er in der Sonne war. Ja. Waren Buberts legal? Wissen immer noch nicht. Larifari fragt, Leon, hast du auf der GC was von Corona-Schutzmaßnahmen mitbekommen? Ich glaube nicht, dass es welche gab. Marineoffizier fragt, seid ihr auf der Polaris in Hamburg Ende Oktober? Ich habe jetzt erst erfahren, dass hier in Hamburg eine Messe sein soll. Was ist das? Eine Messe in Hamburg. Worum geht die? Ich habe nur auf, ich glaube auf Instagram war es. Diese Spiele? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur auf Instagram eine Werbung gesehen, da war Lara Loft drauf. Und das ist halt Polaris hier in Hamburg. Ich mal googeln. Okay. Polaris Hamburg. Polaris Convention. Polariscon.de. Wir gucken mal rein. Hamburg Messe. Akzeptieren. Bisschen Games, Manga, Animus. Highlight. Alter, Animu-Messe, da müssen wir hin, Leon. Warum sagst du Animu? Weil es so heißt. Ausstellung, Verkauf. Ich liebe Streaming. Animu, lass da hingehen. Deutschlands größte Creator. Die können mich als Experten auf die Bühne holen. Ich erzähle denen alles. Ja, scheint einfach so eine Spiele-, Anime-, Manga-Messe zu sein. Geil, lass da hin mit den Real Life. Ja, würde ich machen. Okay, let's go. Wann ist das?
28. bis 30. Oktober. Perfekt. So, dann. Brujo fragt: 2v2, Lumi, Chiara und Leon. Wir könnten Sailor Moon Cosplay tragen. Ja, könnten wir, aber warum sollten wir das tun? Weil es eine Anime-Messe ist? Aber warum sollten wir das tun? Also, du kannst es gern tragen, Leon, aber ich werde das nicht tragen in der Öffentlichkeit. Einmal hat gereicht. 2v2, Lumi, Chiara und Leon. Matteo jetzt fix. Mit draußen Wette für Matteo. Nee, wir machen 2v2, aber ohne Chiara. Mit Dalu dafür. Ja. Und weißt du, was wir machen? Damit's, falls wir verlieren, machen wir was, aber in Real-Life-Stream mit denen. Oh, das ist eine gute Idee. Weil sonst ist für mich... Aber dann müssen wir ja zu denen. Nee, Lumi kommt doch nach Hamburg. Ja, aber Dalu wird bestimmt nicht nach Hamburg kommen. Nein, wir machen das Match mit Dalu. Ja. Und wenn wir verlieren, muss ich ja was mit Lumi machen. Ah. Und dann machen wir den Real-Life-Stream. Ah, oh, jetzt verstehe ich, wie der Kreis sich schließt. Ja, doch. Genau, dann können wir Minigolf spielen gehen. Warum willst du willst mit jedem Minigolf? Du bist so ein richtiger Minigolf. Hä, mit jedem? Hure. Du willst mit jedem Mit wem war ich denn schon Minigolf spielen? Du willst aber dauernd mit Leuten Minigolf spielen, mit Maurice und Flo. Ja, weil und mir nichts anderes einfällt. Ja. Na gut, dann nicht. Naja. Okay, machen wir halt so. Aber lass Minigolf spielen, finde ich gut. Lavadash fragt, wird mal die Teamseite aktualisiert, damit die Welt weiß, dass ihr nicht nur ein dreckiger Männerhaufen seid oder wollen die fehlenden Personen dort nicht genannt werden? Ich glaube, die wollen nicht mit dem dreckigen Männerhaufen in Verbindung gebracht werden. Ja, die wird nochmal aktualisiert, aber hast schon recht. Das Ding ist, wir wollten Fotos machen, weil unsere Fotos, die da sind, sind ja auch schon 2-3 Jahre alt. Mein Foto ist so alt, da sehe ich gar nicht mehr aus wie jetzt. Ja, ich auch nicht. So, dann General Zero fragt, Frage an die Bondra Gaming Schule. Wenn man zum Beispiel Tempest Rising richtig durchstarten möchte, wie sollte man außer permanent spielen an die Sache rangehen? Du guckst Bondra und schaust auf YouTube vorbei. Mit anderen Worten, wie trainiert ihr für ein Spiel, in dem ihr zur Weltelite gehören wollt? Und wann sollte man bei anderen abgucken und sich auch andere Strategien anzueignen? Ist das gerade so eine Hidden Werbung für Tempest Rising, oder was ist Tempest Rising? Ja, das ist das neue RTS, was THQ angekündigt hat. Das, was wie Command & Conquer sein wird. Ach so, ja, dann guckt euch Videos von Leuten an, die das spielen oder können. PlayPan7 fragt, da ja die Exklusivregelung von Twitch ein bisschen geändert wurde, interessiert es euch zum Ausprobieren oder so, mal auf anderen Plattformen zu streamen? Das oder eher weniger interessant für euch? Das Ding ist, das wäre nicht für allgemein alle Plattformen, sondern nur für sowas wie Instagram, glaube ich, oder TikTok. Also ich hätte mega Bock, auf Facebook Gaming zu streamen. Ich glaube, die gehen nicht. Schade. YouTube geht auch nicht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, für Livestreaming, was soll ich da auf YouTube oder Facebook oder so? YouTube geht aber halt nicht gleichzeitig. Ah. Oh, okay. So, ich hatte so verstanden, dass man gar nicht auf YouTube streamen darf, sondern es nur für sowas wie TikTok, Instagram ist. Okay. Ja, keine Ahnung. Nee. Vielleicht mal irgendwann, wenn Twitch uns nicht mehr mag, dann vielleicht schon. Godefroth fragt, Matteo, kannst du bitte winken? Nein. Lord Gerkin fragt, Marty spielt ohne dich RimWorld, Leon. Wann geht's weiter? Gute Frage. Habe ich noch nicht geklärt. Hm. Wann Bondra Flammenwerfer? Niemals. Mevil Noor fragt, gibt es Donnerstag wieder Escape vom Supermarkt? Ja, gibt es, weil am Freitag habe ich habe ein normales Wochenende, an dem ich beide Tage frei habe. Das heißt, ich kann am Donnerstag sehr lange streamen. Sam Beardy fragt, habt ihr Twitch-Geheimtipps, also Streams, die ihr gut findet, aber wir wahrscheinlich nicht kennen? Ich gucke inzwischen wirklich 99% nur noch Tarkov-Streamer. Das wechselt halt viel, ne? Ja, bei mir ist immer so, ich gucke, also natürlich auch, wenn ich, also vor dem Stream gucke ich immer bei den Leuten aus unserer Bubble rein, also wer gerade on ist, und gucke immer so rein in die Streams, was sie so erzählen. Aber nach dem Stream ist halt meistens jeder offline. Also es gibt fast niemanden, der noch online ist um die Uhrzeit, wenn ich nach Hause komme. Und da gucke ich halt ganz viel Tarkov-Streamer. Ich gucke gerade, wen ich so folge.
Wen könnte der Chat nicht kennen? Aber welche? Okay, ich sage euch ein paar, die ich gucke. Cheeky Scaff habe ich heute geguckt. Dann Too Twisted gucke ich ab und zu. Dann Landmark gucke ich halt. Dann gucke ich Denzel auch ganz gerne zu. Dann gucke ich Carrie Heffernan zu. Ist eine deutsche Tarkov-Streamerin. Dann, wem gucke ich noch bei Tarkov? Ich gucke gerne Soon. Soon? Spielt der Tarkov? Der macht Musik. Ah, okay. Gucke ich nicht. Kein Smoke? Nee. Ah, Rengar. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Da gucke ich auch ab und zu mal zu. Und ich glaube, das sind so die Tarkov-Streamer, die ich so meistens gucke. Maya, ja, aber der streamt ja auch immer vormittags. Carrie Heffernan von King of Queens, ja, so ähnlich, nur als Carrie geschrieben. Ja, keine Ahnung. Und sonst halt so unsere Leute, die wir so kennen. Ich gucke zum Einschlafen immer Amaranth. Wen? okay, dann Pygoskelis Adelie. Das ist der schwierigste Name, den ich jemals gelesen habe. Pygoskelis Adelie fragt, ist nochmal was mit Flo, Turi und Edo geplant? Ja, jetzt war ja Gamescom-Woche, da ging ja gar nichts. Sobald die drei wieder Lust auf mich haben, jederzeit. Also meine Türen stehen offen. Plushparty fragt, spielst du noch mal Portal 2 mit Donny weiter? Habe ich schon beantwortet. Frühestens im Oktober, auch nur, wenn Donny Bock hat. Pleitegeier, also frühestens im Herbst. Pleitegeier fragt, Matteo, wann spielst du Wingman mit Trilux? Niemals. Wir spielen ja Valorant zusammen. Ich glaube, Wingman, also Counter-Strike, das würde er nicht aushalten. Nach einer Session würde er mir oder sich selbst was antun, glaube ich. Peter Porker fragt, ah nee, das war gar nicht die Frage an uns, das ging an Laura. Dr. Berst fragt, Matteo, wann fragst du Florentin mal nach Frankenwaller? Ich check das nicht, ich frag jedes Mal und er ignoriert das immer. I don't get it. Ich weiß gar nicht, Frankenwaller ist ein Fisch oder was? Den Dito fragt, wie hat dir der Rockstar Waldmeister Energy Drink geschmeckt oder immer noch nicht probiert? Doch, ich habe den probiert, dank Yannick, der hat mir den ja mitgebracht. Und ja, der war okay, muss ich sagen. Aber dafür, dass ich Waldmeister so geil finde, fand ich ihn auch nur okay einfach. Also ich glaube, ich hole mir dann lieber doch den ohne Zucker. Also ich habe ja den hier, den weißen wieder. Keine Werbung. Und der du trinkst jetzt einfach so einen Energy Drink. So. Du kommst in den Stream und nuckelst einfach an so einen Monster. Was ist nicht aus dir geworden, Matteo? Spielst den ganzen Tag Tarkov. Ja. Du trinkst als dein Frühstück im Prinzip einen Energy Drink. Ja, wie ein Kaffee. Wie 99% aller Deutschen trinke ich Koffein. Nee, ich bin nur so stolz auf dich. Ich finde es gut, dass du jetzt auch so deine Sturm- und Drangphase hast. Okay. So, weiter geht's. Sky Hausmann fragt, eine Frage, wollte nur sagen, dass ich mich freue, dass Leon wieder da ist. Also, nee, eine Frage oder keine Frage? Hab gar keine Frage, Entschuldigung. Ah, okay. Schnippelberger fragt, wann kommt der Matteo Fake-Schnurrbart direkt aus dem Lug und Trug Schnurrbart Fachhandel. Ein Fake-Schnurrbart im Bondra-Shop. Nein. Seven Sins of Joy fragt, wisst ihr inzwischen, ob Dalu zu LAN kommt oder ob er da in Japan ist? Nee, wissen wir nicht. Ich habe nichts von gehört bislang. Ja, wenn Dalu das weiß, kann er sich gerne mal melden. Wir rechnen noch damit, dass er dabei ist. Eigentlich rechnen wir damit, dass er nicht dabei ist, sondern hoffen, dass er dabei wäre, aber... Also ich rechne damit, dass er dabei ist. Orangenkakao fragt, Leon, wie läuft der Führerschein? Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass in 2 Wochen der Plan wieder ein bisschen anders wird, weil in 2 Wochen habe ich Theorie. Ansonsten gut. Vater Maub fragt, wird einer von euch mal die Indie Arena Booth online durchschauen? Das ist wie eine virtuelle Gamescom als Browserspiel quasi. Da waren wir sogar mal drin, als Stand. Bei der letzten Gamescom, also vor 3 Jahren. Ja, stimmt. ja, aber nee, ich will dann eher die Spiele, ich gucke immer dann die Trailer oder so zu spielen und dann spiele ich die Spiele an. Ninja Cookie fragt, lieber Matteo, wieder kein Minigolf im Plan. Wie können wir helfen? Du willst doch insgeheim auch. Habe ich ja gesagt, wenn wir das Match verlieren, dann gibt es vielleicht Minigolf mit Lumenti, Chiara, Leon und mir. Warum ist Dalu jetzt eigentlich nicht dabei?
sondern nur bei den Videospielen, nicht bei RRL? Ja, von mir aus kann der auch da dabei sein, aber Dalu fährt doch nicht aus Dortmund hierher, um Minigolf zu spielen. Warum denn nicht? Er verbringt gerne Zeit mit dir vielleicht? Ist das so? Ja, also er sagt immer, er vermisst dich. So warum sagt er das? Durch die Blume. Welche Blume? Nach ein paar Beleidigungen halt. Ja, wo ist diese Blume von der, mir? Der neckt dich halt gerne. Ah ja, zeig mir mal einen Clip, wo er das sagt. Es gibt einen. Wo? Den habe ich jetzt nicht. Ah. Okay, noch drei Fragen. Aber es gab einen, der hatte mal gemeint, dass du ein richtig toller Typ bist. Da hat er DVD gespielt. Okay, drei Fragen noch. Chinezo fragt, wann in Relapse Stream Pipo Gassi Stream? Wir haben keinen Rucksack hier. Der ist nicht einsatzbereit. Sonst würde ich gerne mal Gassi gehen. So, das ist keine Frage. Green Towerly fragt, was hat Leon vor Bondra beruflich gemacht? Ich war ein Kind. Ja, Leon ist noch sehr jung. Miss Little O fragt, Leon, wann können wir mit dem nächsten Horror-Nachmittag rechnen? PS, so eine Bondra-Schüssel würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Ich habe kein Spiel, glaube ich, aktuell. Wie wäre es mit der Bondra-Kloschüssel? Und in der Mitte sind dann unsere Gesichter, wo man hinpinkelt oder drauf macht. Also ist ein, nicht eine Klo... Achso, eine Kloschüssel. Ich habe irgendwie an Klositz gedacht. Nee, Schüssel. Nee, das wäre schon nicht gut. Das wäre geil, oder nicht? Also zurück zur Frage, Horror-Nachmittag. Welchen Spiel hab? Dann gerne. Sneaks fragt, planst du noch weitere Bonsais zu kaufen? Ein Ficus wäre super für dich. Wir haben den Bonsai damals gar nicht gekauft, der wurde uns zugeschickt und ich bin komplett überfordert mit diesem einen Bonsai. Wenn dann ein zweiter dazukommt, dann wird der erste 100% sterben. Deswegen bitte schick keinen Bonsai mehr. Ich versuche diesen einen hier noch am Leben zu halten. Das ist wie mein Kind inzwischen. Lumenti ist im Chat, schreibt, hallo, ich habe auch eine Frage. Welches Spiel spielen wir, Leo und Theo? Wir haben so neutrale Spiele überlegt. Wir machen also, einen Triathlon. Genau, nur mit Games, wo wir halt auf einer Augenhöhe sind. Also wir wollen StarCraft gerne spielen, Halo und danach wollen wir noch gerne ein Armdrücken-Match machen. Also wir haben überlegt, wir machen so einen Dreikampf und ein Game wird Geoguessr. Weil da sind Leon und ich, glaube ich, echt nicht gut. Das wäre absolut fair. Sprich bitte für dich. Ich bin besser als du in Geoguessr. Auf keinen Fall. Du weißt ja nicht mal... Wir machen jetzt gleich ein Geomesser-Match gegeneinander, wer besser ist. Leon, du wusstest nicht, dass Bologna in Italien ist. Ja, dann hast du ja nichts zu verlieren. Weitere Games? Geoguessr? Machen wir jetzt Geoguessr. Machen wir gleich. Ja, beantworte erstmal die Frage. Was war die Frage? Was wir spielen. Geoguessr einmal machen wir... Und dann die anderen beiden Games wisst ihr noch nicht. Wenn es unfair sein soll, wir gewinnen sollen, dann spielen wir Halo und StarCraft. Mhm. Wenn es fair sein soll, dann müssen wir irgendwas finden, wo... Oh, wir könnten sowas wie Worms spielen. Ich habe Angst vor Dalo in Worms. Ja. Ich glaube, der ist da richtig krass. Das kann sein. Es müsste irgendwas sein, wo so ein bisschen Glück mit drin ist. Ja. So random ist. So Slots. Slot, ja. Wer gewinnt in einer Stunde am meisten? Mehr Geld. Wer verliert mehr Geld? Oh, das ist ja geil. Ja, so. Ja, wir überlegen uns noch was, auf jeden Fall. Okay, so, dann letzte Frage. iState Mantix 2 fragt. Oh, ich weiß was. Ja? Hand Simulator. Das wäre eine geile Idee. Wir sitzen zu viert an einem Tisch und wer den anderen erst, also Last Man oder Last Person Standing. Ja, das ist gut. Oh, das wäre, glaube ich, geil. Ein bisschen unangenehm gerade die Stille, wo du irgendwie nicht reagiert hast und ich dachte, okay. Ja, weil ich überlegt habe, was es ist. War ein scheiß Vorschlag, denke ich. Nee, der war geil, der ist geil. Okay, also, Geoguessr, Hand Simulator und dann vielleicht irgendwie so Human Fall Flat, welches Team zuerst ins Ziel kommt oder so. Ja. Sowas, wir halten die fest. Oder Fall Guys. Nee, das ist Dalu wieder. Dalu kann Fall Guys nicht. Also wirklich. Das war das eine Game, wo er nicht gut war, fand ich. Und das hat mich voll überrascht, weil ich dachte, Dalu wäre voll gut in Fall Guys. Ich weiß nicht, ob du mich gerade verarscht. Vielleicht ein bisschen. Aber wir müssen denen ja auch die Möglichkeit, also denen das Gefühl geben, dass. Ja, aber die haben ja die Möglichkeit. Guck mal, Hand Simulator kann jeder gewinnen, weil wir sind da nicht gut drin. Ja. Geoguessr können die auch gewinnen, weil da bist nur du gut drin. Ja.
Ne? Ja. Okay, dann nächste Frage. Letzte Frage. Ice Date Mantix 2 fragt: Hey Matteo, meine Frau will wissen, was du heute eingekauft hast, falls du einkaufen warst. Ihr gefallen deine Einkaufsgeschichten? Ich war heute einkaufen. Habt ihr mich da beobachtet? Ich sage euch, was ich gekauft habe, und es wird euch erschrecken. Und ihr werdet da ein sehr schlechtes Bild von mir haben. Ich bin heute einkaufen gegangen und ich habe mir 5 Energy Monster White geholt. Mhm. Also ich bin dann schon an dem Punkt, dass ich bunker für die Woche. Mhm. Für jeden Tag einen. Aber solange du es einmal kaufst für die Woche, ist ja eine Sache, aber wenn du jeden Tag... Genau, ich gehe nur einmal. Ja, ja. Ich trinke jeden Tag nur einen. Und das unter der bedenklichen Grenze an Koffein. Ja. Und sonst da nichts drin, außer... Mhm. Ist hier B12 ist dran. Ist B12, gut. Genau. Ist gut. Das ist der Grund, warum ich es ja kaufe. Ja. Ja. So, das waren eure Fragen. Vielen Dank. Das war das Briefing. Wir lassen Leon wieder weg nach Hause. Und es geht weiter mit mir.